Los geht es mit einem Mann, der Toleranz und Akzeptanz ein Gesicht gibt. Und es ist ganz sicher nicht das Gesicht, mit dem die meisten rechnen. Schärfen Sie Ihren Blick. Und schauen Sie genau hin. Oh Gott. Na, was denken Sie gerade? Das ist ja krass. Oh, wie sieht der denn aus? Sieht so aus, als würde er dir nachts sofort auf die Nase hauen und deine Handtasche klauen. Schluss jetzt! Ja, dieser Typ kann ganz schön ausflippen. Dabei ist bei diesen außergewöhnlichen Menschen alles anders, als man auf den ersten Blick denkt. Willkommen in der Welt vom Scary Guy. Scary Guy ist für mich jemand, der böse ist. Der richtig böse ist, der Angst und Schrecken verbreitet. Wir selber denken natürlich sofort, das ist ein Verbrecher. Ist es aber gar nicht. Denn ich bin ein Friedensstifter. Und ich werde euch wachrütteln. Ich meine, das ist mal eine Ansage, oder? Und das auch noch von einem Mann, der nun wirklich nicht nach bravem Männchen aussieht. Dazu auch noch übersetzt unheimlicher Typ heißt. Dabei ist der 58-jährige Scary Guy genau das Gegenteil von dem, was man so erahnt. Scarys Job ist nicht etwa Schläger oder Knochenbrecher. Nein. Scary Guy ist jemand, der sich gegen Diskriminierung einsetzt. Als Motivationstrainer besucht er Schulen und Unternehmen und setzt sich gegen Hass, Gewalt und Mobbing ein. Eben ein Mensch, der gegen Vorurteile kämpft. Ganz ehrlich, mir ist egal, was ihr für eine Hautfarbe habt. Egal ob weiß, schwarz, gelb, grün oder farbenfroh, so wie meine. In meinem Programm geht es um Liebe und Akzeptanz aller Menschen. Egal, wo sie herkommen oder welcher Religion sie angehören. Bei dem erwartet man das halt nicht. Und dadurch ist es halt irgendwie total besonders und außergewöhnlich. Und er zeigt das nicht nur irgendwie in Amerika oder in Australien. Nein, er zeigt es auch in Deutschland. Der geht auch an deutsche Schulen und hilft da quasi untereinander, sich besser zu verstehen, sich lieb zu haben und sich nicht auf die Nase zu hauen. Und ich glaube, das ist gerade in der aktuellen Zeit in Deutschland ziemlich angenehm. Seit fast 15 Jahren chattet der Scary Guy über die Kontinente. Er ist einer der erfolgreichsten in seinem Fach. Gerade er, der so gewalttätig aussieht, lebt vor, wie man Konflikte friedlich, gefühlvoll und cool löst. Sogar bei der Polizei. Wenn euch jemand provoziert, lasst euch nicht von Wut leiten. Das ist sogar ein Trick, den Boxer anwendet. Dort heißt es, mache deinen Gegner wütend. Denn wenn der nicht mehr klar denken kann, hast du ihn im Sack. Ich finde das toll, dass er Hass und Gewalt wirklich aus der Welt verbannen will, weil wer kann das besser als jemand, der auch mal Hass gespürt hat? Denn Scary hatte eine Phase, da war er ganz und gar nicht friedlich. How was I? Wie war ich? Nice. Nicht nett. Es war fürchterlich. Ich hätte dich fertig gemacht, wenn du mir Blut gekommen wärst. Mit den ersten Tattoos kamen die wilden Zeiten. Vorher war er Computerverkäufer und sogar Babyfotograf. Ein ganz normaler Ehemann. Weil seine Arbeitskollegen mit der krassen äußeren Verwandlung ihres Mitarbeiters nicht zurechtkamen, erntete er Gegenwind. Er hat gemerkt, meine Tattoos kommen überhaupt nicht an, Hass schlägt ihnen entgegen und jetzt breche ich aus dem Leben, jetzt erst recht, jetzt lasse ich mir auch noch das ganze Gesicht tätowieren. Echte Trotzreaktion. Scary, mit bürgerlichem Namen übrigens Earl Kenneth Kaufman, kriegt aber die Kurve. Die entscheidende Wendung in seinem Leben. Das einzige Überbleibsel aus seiner heftigen Zeit bleibt der Name, den er sogar im Pass in The Scary Guy ändern lässt. Der sagt halt einfach, okay, was ich früher gemacht habe, das war ja nicht in Ordnung. Nehmt euch ein Beispiel daran, weil es ist viel besser, wenn die Menschen nett zueinander sind. Und ich glaube, das glaubt man so einem natürlich auch viel mehr, als wenn da so ein völlig ordentlicher Geschniegelter steht, weil man denkt, jo, der kennt das Leben wirklich von beiden Seiten. Und wenn der sagt, das hier ist die bessere, dann glaube ich dem das. Der unheimliche Typ. Er kämpft mit voller Kraft gegen Vorurteile, gegen Ausgrenzung. Das, was ihn selber jahrelang auf die schiefe Bahn brachte. Er ist außergewöhnlich, weil er sich halt so extremst gewandelt hat. Ja? Er war früher sehr gewalttätig, hasserfüllt und jetzt genau das Gegenteil und coacht das auch noch. Scary Guys Aussehen, es wird bedrohlich. Die Geschichte dieses außergewöhnlichen Menschen zeigt aber wieder, lassen Sie sich nie vom ersten Eindruck leiten.